Es war einmal ein König, der ritt hinter einem Wild her bei der Jagd, und der ritt und ritt und ritt hinter einem Tier so tief in den Wald hinein, dass ihm seine Leute gar nicht mehr folgen konnten. Und wie er so geritten war, da hatte er sich im Walde verirrt und fand einfach nicht mehr heraus. Da kam ihm eine alte Frau entgegen mit einem wackelnden Kopfe, und er sprach sie an. Verzeiht, liebe Frau, ich habe mich verirrt. Würdet ihr mich wohl aus dem Walde herausführen können und mir den Weg zeigen? Oh ja, lieber König, das könnte ich wohl. Aber daran ist eine Bedingung geknüpft. Eine Bedingung? Ja, wenn ihr die Bedingung nicht erfüllt, so müsst ihr hier im Walde verbleiben und des Hungers sterben. Und was sollte das wohl für eine Bedingung sein? Ich habe da eine Tochter, die ist so schön, wie ihr nie eine zuvor gesehen habt, wie die Welt nie eine gesehen hat. Die soll eure Frau werden, die ist würdig, die Gemahlin eines Königs zu werden. Ja gut, der König mit seinem bangen Herzen, der willigte ein, und wie er nun in die Stube geführt wurde, da die Tochter der Alten, die in Wahrheit eine Hexe war, da die Tochter der Alten saß, da sah er wohl, dass es eine schöne Frau war, aber ohne Grausen konnte er sie nicht anschauen. Also nahm er sie mit sich, setzte sie vor sich auf sein Pferd und ritt zu seinem Schloss, und es wurde eine Hochzeit gefeiert. Jetzt war aber der König schon einmal verheiratet gewesen und hatte aus seiner ersten Ehe 7 Kinder, 6 Jungen und ein Mädchen. Und weil er diese Kinder so lieb hatte, da hatte er sie zur Sicherheit, weil er nicht wusste, ob die Stiefmutter auch gut zu ihnen wäre, mitten im Walde, weit weg von seinem Schloss, in einem Waldschloss platziert, und dort lebten nun die Kinder. Und damit er den Weg auch fände, da hatte ihm eine weise Frau ein Gartknäuel geschenkt, und immer wenn er zu seinen Kindern wollte, dann warf er es und es rollte sich aus, und er brauchte nur dem Knäuel zu folgen und kam so zum Schloss, in dem seine Kinder lebten. Und immer rannten ihm die Kinder entgegen und herzten und küssten ihren Vater und freuten sich. Die Königin merkte wohl, dass ihr Mann immer längere Zeit vom Schlosse fort war. Und so bestach sie seine Diener mit viel Geld, um zu wissen, wohin denn der König jeden Tag ritte. Kinder! Na wartet, Kinder! Ich hasse Kinder! Und die Königin, die nähte 6 kleine seidene Hemdchen, und dann gab sie nicht eher Ruhe, bis sie den Schlüssel fand zu der Truhe, in dem der König das Knäuel versteckt hielt. Eines Tages, als der König nicht in der Nähe war, da nahm sie das Knäuel und sie rollte es aus und sie eilte zum Waldschloss. Die Kinder, die dachten, der liebe Vater wäre da, die sprangen ihm entgegen und erschraken, als es gar nicht der Vater war. Die Stiefmutter aber, die sprang hinzu, und kaum, dass sie den 6 Jungen die seidenen Hemdchen übergeworfen hatte, verwandelten sich diese in Schwäne und flogen davon. Na, die Kinder bin ich losgeworden. Als der König nach Hause kam, merkte er nichts. Als er aber am nächsten Tag das Knäuel wieder auswarf und zum Schlosse kam, tief im Walde, da fand er seine Söhne nicht, nur seine Tochter. Ach, liebster Vater, ich habe aus dem Fenster geschaut und ich habe gesehen, wie meine 6 Brüder als Schwäne fortgeflogen sind, und sie haben mich hier allein zurückgelassen. Der König konnte sich nicht denken, dass seine Frau, die Königin, dafür verantwortlich wäre. Er dachte nur, was ist, wenn mir noch jemand meine Tochter raubt? Kind, komm, ich will dich mit mir nehmen, du musst fort von hier. Nein, Vater, ich bitte dich, lass mich noch eine Nacht hier im Waldschloss, Vater. Und der König willigte ein. In dieser Nacht, da dachte sich das Mädchen, es wolle losziehen, um seine Brüder zu finden. Und so verließ es am nächsten Tag das Waldschloss und lief und lief und lief immer weiter, bis sie ganz hoch oben in den Bergen zu einer kleinen Hütte kam. Und
wie sie dort hineinging, da sah sie 6 Bettchen stehen. Die waren so fein mit Linnen bedeckt, dass sie sich nicht dort hineinlegen wollte. Und so kroch sie, weil sie müde war, unter ein Bett. Spät am Abend wachte sie auf, denn ein Flügelschlagen war zu hören. Und ihre 6 Brüder, die waren hereingeflogen als Schwäne. Und wie sie sich nun aber die Federn vom Leibe bliesen, da fielen alle Federn herab. Und die Schwanenhaut ließ sich abziehen und sie hatten ihre menschliche Gestalt wieder. Da krabbelte das Mädchen unter dem Bett hervor und die Brüder freuten sich, als sie ihre Schwester sahen. Oh, liebste Brüder, ich habe euch gefunden. Ja, Schwester, aber es ist gefährlich hier, Schwester. Dies hier ist die Hütte eines Räubers und wenn er nach Hause kommt und dich hier findet, er wird dich ermorden. Sag doch, können wir nicht zusammen fortgehen? Nein, Schwester, wir haben nur eine Viertelstunde am Tag unsere menschliche Gestalt zurück. Du könntest uns wohl erlösen, aber das ist viel zu schwer. Sag an, was kann ich denn tun, liebe Brüder? Nun, du musst uns 6 Hemden aus Sternblumen nähen. Und du darfst 6 Jahre lang kein Wort sprechen und nicht lachen. Liebe Brüder, wenn ich euch damit erlösen kann, so will ich das tun. Und das Mädchen verließ das kleine Hütchen hoch oben in den Bergen und fing an, Sternblumen zu sammeln. Und es ging in den Wald hinein und setzte sich hoch oben auf einen Baum. Und sie nähte und nähte und nähte an dem ersten Sternhemdchen. Es geschah, dass ein König dort auf die Jagd ging. Seine Hunde schlugen an und die Jäger schauten hinauf und riefen, hey, du da oben, hey du, komm mal herab. Aber das Mädchen, das warf sein goldenes Halsband herab und dachte, sie wollten schon Ruhe geben. Aber sie hielten nicht still. Wer bist du da oben? Komm doch mal runter. Und das Mädchen, das warf beide Strumpfbänder herab und alles, was es anhatte, bis es nur noch ein kleines Hemdchen trug. Aber die wollten keine Ruhe geben da unten und schauten herauf und riefen und riefen und schließlich kletterte einer hoch und holte das Mädchen herab. Das Mädchen sprach kein Wort. Der König aber sah, wie schön sie war und er nahm seinen Mantel und hüllte das Mädchen darin ein und nahm es vor sich auf sein Pferd und ritt zurück zu seinem Schloss. Er kleidete das Mädchen in edle Kleider, alles was er besaß, gab er ihm. Und bei Tische sah er, dass es ganz fein und zierlich aß und exzellente Manieren hatte. Und da konnte er nicht anders, als sich zu verlieben in das Mädchen und fragte es, ob es nicht seine liebe Frau werden wolle. Das Mädchen nickte und so wurde eine Hochzeit gefeiert. Der König hatte eine Mutter, die war mit dieser Hochzeit aber gar nicht einverstanden. Und um ein Jahr, da die Königin kein Wort gesprochen und nicht einmal gelacht hatte, gebar sie ein Kind. Da kam in der Nacht die Alte herbei, raubte das Kind und schmierte der Königin Blut um den Mund. Am nächsten Morgen, da die Königin erwachte, fing sie wieder an, am Sternenhemdchen zu nähen und sprach kein Wort und lachte nicht. Der König ward ganz erschrocken, als die Alte ihm erzählte, dass die Königin wohl ihr eigenes Kind gegessen haben musste. Aber der König duldete nicht, dass Leid über seine Frau kam und hielt fest zu ihr. Um ein Jahr gebar die Königin wieder ein Kind. Und die Alte, die kam erneut in der Nacht und raubte ihr den Sohn und schmiert ihr Blut ums Maul. Auch diesmal duldete der König nicht, dass jemand schlecht von seiner Frau sprach. Und sie saß ganz still und nähte am Sternblumen. Wie sie nach einem weiteren Jahr wieder einen Sohn gebar, da kam die Alte erneut und bezichtigte am nächsten Tag die Königin des Mordes. Und so konnte der König nicht anders, weil die Alte die Königin angeklagt hatte, als sie vor Gericht zu führen. Und sie wurde zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Als die Königin dort auf dem Reisig stand, der aufgeschüttet war fürs Feuer und fest angebunden ward, da waren 6 Hemdchen fast fertig und die 6 Jahre waren herum. Und sie hörte, als die Flammen anfingen, hinaufzuklettern, nach ihren Füßen zu lecken, da hörte sie einen Flügel schlagen in der Luft und
ihre 6 Brüder kamen. Und sie konnte jedem das Hemdchen zuwerfen. Und sie hatten ihre menschliche Gestalt zurück. Der 6. aber, an dessen Hemd ein Ärmel fehlte, dem fehlte ein Arm und er hatte stattdessen einen Schwanenflügel auf dem Rücken. Und da lösten die 6 Brüder ihre Schwester von dem Pfahl ab. Und ihre Schwester konnte endlich widersprechen und die junge Königin, die konnte nun ihrem Mann erzählen, was geschehen war, warum sie nicht gesprochen und nicht gelacht hatte und dass seine Mutter ihr Böses wollte. Der König wurde so zornig, dass ausgerechnet die Alte ihn so hereingelegt hatte, dass die Alte dafür verantwortlich war und er verurteilte nun die Alte zum Tode durch das Feuer. Sie verbrannte zu Asche und der König und die Königin, die lebten mit den 6 Brüdern der Königin recht und in Freuden bis an ihr Lebensende.